Ich bin Katrin Sachs. Ich bin hier der geschäftsführende Vorstand in der Bürgerstiftung Dresden. Ich habe einen super Job. Ich darf sozusagen das, was in den letzten 25 Jahren von uns hier allen aufgebaut wurde, verwalten einerseits und andererseits in die Zukunft blicken und noch weitere Menschen gewinnen, sich hier an der Bürgerstiftung zu beteiligen. Das Schöne ist, dass sich bei uns Menschen Sachsen engagieren. Sie engagieren sich mit Geld, eine Stiftung fördert. Sie engagieren sich mit Zeit und sie engagieren sich mit ihren eigenen Ideen. Das heißt, Sie werden unter unserem Dach 70 Stiftungen finden mit ganz breiten Stiftungszwecken. Alles ist für Sachsen. Und die Menschen, die in den letzten 35 Jahren hier kleinere oder größere Vermögen aufgebaut haben, sind zu uns gekommen, haben uns Teil ihres Vermögens vermacht, auch zu Lebzeiten schon Dinge überschrieben und mit den Erträgen aus diesem Vermögen, denn eine Stiftung ist für die Ewigkeit angelegt, also nur mit den Zinsen und den Erträgen aus diesem Vermögen dürfen wir schöne Dinge machen. Das ist der Teil, der das Geld betrifft, deswegen Geschäftsführerin. Aber wir machen natürlich auch sehr viel und bewirken Gutes mit der Zeit, die uns hier geschenkt wird. Ich bin hier immer eigentlich immer guter Laune. Es ist wirklich jede Woche ist eine neue Überraschung, wie viel Engagement in Sachsen bei den Menschen, bei den Bürgern da ist. Ich bekomme also bestimmt 2 Anrufe pro Woche mit engagierten Bürgern, die sagen, sie wollen uns ihre Zeit schenken. Sie wollen uns im Testament berücksichtigen. Sie wollen gerne sich eigene Projekte, haben sie sich überlegt und wollen die mit unserer Hilfe durchführen. Wir sind hier 24 Mitarbeiter, die dabei sozusagen mit anpacken. Wir sind seit 25 Jahren eine Bürgerstiftung. 10 Jahre davor haben wir Jugendprojekte gemacht. Wir haben einfach eine unfassbare Fülle an Menschen, die sich engagieren. Ich habe auch traurige Jobs, aber die gehen ins Schöne. Ich gehe heute Nachmittag zu einer Dame, die gerne alleine sterben möchte und auch wo die ganze Medikation abgebrochen worden ist, mit Erdbeeren vorbei. Das mache ich seit 2 Wochen. Wir betreuen sie jetzt in der Sterbephase intensiver. Sie hat nicht mit dieser Hilfe gerechnet. Ich bin dort, habe dort die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und arbeite eng mit dem Hospizdienst zusammen. Und alles, was diese alte Dame uns mal vermachen wird, geht eben auch für Dresden und für ihre Zwecke, die ihr selbst am Herzen lagen, wird dafür eingesetzt. Also es sind unfassbar schöne Dinge. Es gibt aber auch Menschen, zum Beispiel in Mittelsachsen. Wir haben jetzt einen Stadtrat, der hat sein Labor übergeben an die nächste Generation. Und ich habe ein Foto geschossen, als wir seine Urkunde hier unterschrieben haben zur Eröffnung seiner Stiftung. Und jetzt gehen wir ins Freibad in Rheinsberg, das ist in Mittelsachsen, und werden uns dort anschauen, was mit den ersten Förderungen aus seiner Stiftung passiert. Ich habe also nonstop mit Menschen zu tun, die sich für den Freistaat, für Dresden vor allen Dingen einsetzen. Und wenn sie es nicht mit Geld tun, tun sie es mit Zeit, und das ist uns genauso kostbar. Obwohl rund um uns herum Krisen sind, melden sich hier Menschen und sagen, sie haben Lust, ein Zeichen zu setzen, sie haben Lust anzupacken. Und wir haben zum Beispiel ein tolles Projekt hier entwickelt, selbst mit eigenen Mitarbeitern. Wir haben hier eine Art Plattform oder eine Plattform entwickelt. Wir sagen immer, bei Airbnb gibt es Gastfreundschaft, bei uns gibt es Hilfsbereitschaft. Sie können sich also, wer mag, im Moment 500 verschiedene Einsatzstellen für ehrenamtliches Engagement bei uns suchen. Und diese Stellen, die dort inseriert werden im ganzen Freistaat, finden auch Abnehmer. Das heißt, es gibt Leute, die sich montags sagen, Mensch, eigentlich war mein Wochenende langweilig, vielleicht könnte ich nächstes Wochenende mal jemandem helfen. Und das tun sie dann auch am nächsten Samstag und finden bei uns auf der Plattform entsprechende Inserate und entsprechende Angebote. Eigentlich haben die Sachsen alles, was sie brauchen. Die Menschen sind da, das Engagement ist da. Ich glaube, man muss einfach mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Hier ist so viel Schönes, über das nicht gesprochen wird. Und manchmal aus meiner Berliner Perspektive sage ich, das ist hier wie so ein Klassenbester, der noch die 1+ ergattern will. Wir sind hier nicht bei 3- oder nicht bei 4- und müssen um Versetzung bangen, sondern wer mal den Freistaat verlassen hat, sieht, wie gut es uns hier geht, wie viel menschliche Wärme hier doch da ist, gerade in der Pandemie oder während der Flüchtlingszeit, als die Ukraine-Krise begann, haben wir das so stark erlebt. Die Fluten haben uns hier Mut gemacht. Wir waren hier alle abgesoffen und jeder hat sich geholfen. Ich denke, wir sind hier eher ein leuchtendes Beispiel für eine 1 und nicht für eine 4. Also einfach diese Selbstgewissheit zu haben,
dass wir hier unfassbar viel schon geleistet haben in den letzten 35 Jahren. Und wir sind, glaube ich, hier alle unfassbar dankbar, dass wir diese schöne Arbeit machen dürfen, dass wir helfen können. Und Glück, wie soll man sagen, kommt nicht von alleine. Man braucht für Glück eine Gruppe, und eine Bürgerstiftung ist eben von Bürgern für Bürger. Wir sind hier alle im Miteinander unterwegs, und dass man darüber einfach auch, dass man stolz sein soll über das, was man erreicht hat.